Kurz nach Dienstbeginn stoßen Ilka Fischer und Michael Weber vor einer Schule auf ein erschreckendes Bild. Scheinbar hat sich nur wenige Sekunden zuvor ein rätselhafter Unfall ereignet. Oh, Scheiße. Unfall passiert. Also, okay bei Ihnen? Hey. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was los mit... Hey, was ist los mit Ihnen? Ja, die Puppe stand im Weg und dann hab's umgefahren mit dem Auto. Wie, wo stand die Puppe? Keine Ahnung, die stand auf einmal hier mitten auf der Straße. Keine Ahnung, wo die herkommt. Und die haben sie jetzt überfahren? Ja, Kühlergrill. Anhalt für 1326. Es gibt's doch gar nicht, ey. Hab's Auto erst abgeholt gehabt letztes Mal. Haben sie einen gesehen, der die Puppe hier... Nein, stand hier irgendwo? Die stand dann mittendrin, einfach hier stand sie auf einmal plötzlich auf der Fahrbahn. Während der aufgebrachte Mann immer noch unter Schock steht, taucht plötzlich eine Mutter mit ihrem Sohn auf. Diese hat erstaunlicherweise eine Erklärung für die mysteriöse Puppe. Die stand plötzlich da, aus dem Nichts. Ich weiß, kann mir nicht erklären, wie sie da hingekommen ist. Ich kann zumindest sagen, was hier mit der Puppe, wie es sich verhält. Oh ja, erklären Sie mal. Gehört die Puppe meinem Nachbarn, dem Didi Polenz. Und er sorgt hier immer in der Straße dafür, dass nicht so schnell gefahren wird. Und ich weiß genau. Ist ja generell eine schöne Sache, hier auch am Kindergarten oder so, oder in der Schule, dass jetzt hier langsamer gefahren wird. Aber man kann natürlich nicht solche Sachen auf die Straße schmeißen oder hinstellen. Ja, wissen oder so. Sie, also ich kann es gut verstehen, weil wir als Elternschaffer sind sehr froh, dass hier jemand ist, der aufpasst. Ja, zumal ich ihn auch gerade gesehen habe, der ungefähr mit 60 Sachen an mir vorbeigefahren ist. Und dabei noch mit dem Handy telefoniert. Ja, schon klar. Hat, mit dem Handy, was schon eigentlich klar. Gar nicht sein soll. Haben Sie mal wir 60? Wir uns immer wirklich und wir haben immer Angst um unsere Kinder. Also, und ich kann Ihnen aber gerne zeigen, wo der Didi Polenz ist. Ich habe den an der Seite. Das ist gut, das würde ich mich auch mal gerne wissen. Ja. Kann nicht sein, dass er hier so jetzt Schaufenster Sie haben jetzt für den Moment erstmal Pause kurz. Sie rasen der Herr Pohl, der hatte jetzt nur die Puppe jetzt hier überfahren. Ne? Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre es ein Kleinkind gewesen, der hätte wahrscheinlich dann auch nicht bremsen können. Nee, also klar. Gehe ich mal davon aus, dass er zu schnell war. Ne? Also das ist eine 30er-Zone hier, Schule in der Nähe. Also er ist mit mindestens 60 Sachen. In der Regel habe ich noch jemanden mit drin, das zählt bei mir 30 km pro Person. Ja, aber also ich meine, auch nicht pro Reifen. Ach, oder so, ne? 60 Sachen. Ja, ich habe sie gesehen und aufs Handy haben sie geschaut. Einmal ruhig. Sonst also jetzt, was haben Sie für eine Haarfarbe? Blond? Hallo, kommen Sie ruhig mal zu mir. Also wenn Sie sich jetzt auch selber bezichtigen, dass Sie sagen, mit zwei Personen im Fahrzeug, 30 pro Person, also 60 gefahren, dann bezichtigen Sie sich ja selber der Geschwindigkeitsüberschreitung. Worum sagt er, Sie reden sich um Kopf und Kragen, wenn Sie so weitermachen. Das ist ja, ich würde an Ihrer Stelle eher gar nichts mehr sagen. Ja? Sie haben Glück, dass es nur eine Puppe war. Wie gesagt, wir schreiben Ihnen einen Bericht. Genau. Auch wenn der Autofahrer zu schnell unterwegs war, hat der Anwohner mit der Puppe den Straßenverkehr massiv gefährdet. Als Michael Weber und Ilka Fischer auf den Mann treffen, ist die Verwunderung groß. Herr Kollege, das ist ja schön, dass Sie ja schon mal kontrolliert haben hier. Da ist ja unser Erscheinen gar nicht mehr notwendig. Ja, muss ja auch. Hier fahren die ganze Zeit immer welche Autos. Ja, wir gehen einfach von der Straße runter. Wir hatten Ihnen gesagt, Sie können die Örtlichkeit verlassen. Bitte. Und ich habe ja mal Ihren Ausweis. Steigen Sie bitte ein. So. Wir haben alles. Sie wissen schon, dass Sie sich hier strafbar machen? Warum? Das ist mein privates Auto. Das ist Ihr privates Auto, aber Sie stehen hier auf der Straße mit einer Winkerkelle, egal wie groß sie ist. Das ist doch und Sie erwecken. Lassen Sie mich da mal ausreden. Ja, natürlich. Oder reden Sie jetzt gerade? Habe ich Sie unterbrochen? Nein, alles gut. So. Und Ihren Personalausweis? Den habe ich leider gar nicht mit. Beweisaufnahme, das kann doch nicht sein. Nein, Sie brauchen keine Beweisaufnahmen, Sie können jetzt gehen. So, los. Wenn du ein bisschen ruhiger fahren würdest, dann müsste ich hier gar nicht stehen. Das kann doch nicht sein, du bist viel zu schnell. Also bitte seien Sie nicht so hart mit Didi, wir sind wirklich froh, dass er hier ist. Jetzt mal runterkommen, können Sie alles liegen lassen. Lassen Sie bitte alles liegen. Ja, was? Viele Leute meinen gut. Sollen wir mal hier einmal von der Straße runtergehen, weil genau ja das Ding ist, gerade einen... Kind oder eine Puppe überfahren wurde, müssen wir ja nicht draufstehen. Sie machen sich dahingehend strafbar, dass Sie bei Ihren Gegenübern, bei anderen Verkehrsteilnehmern den Anschein erwecken, dass Sie ein Polizeibeamter wären. Ja. Und das ist ja auch so gewünscht. Deswegen Hören Sie meinem Kollegen zu. Sind wir alle im Kindergarten? Hey, jetzt ist Feierabend. Gehen Sie da vorne hin. Was haben Sie denn mit dem Didi? Ja. Gehen Sie jetzt da vorne hin. So, mir reicht jetzt langsam. Sind wir im Kindergarten hier? Wir müssen einmal hier sprechen. So, danke schön. Und Sie jetzt bitte in diese Richtung 5 Meter. Kann ich mich mit dem Herrn mal alleine unterhalten? Wir gehen nur 5 Minuten. Der liebe nette Mann, bitte nur in diese Richtung. Mal in diese Richtung. So, ich sage Ihnen das nochmal. Sie haben mich strafbar gemacht, weil Sie den Anschein erwecken, dass Sie ein Polizeibeamter wären. Und der Autofahrer kann nicht erkennen, dass Sie nur
einen blauen Anzug anhaben und eine weiße Mütze. Also die Amtsanmaßung oder Amtsmissbrauch fängt da an, wo der Gegenüber der Meinung ist, er hat einen Polizeibeamten vor sich. Jeder weiß, er kann sich Polizei-T-Shirts aus dem Internet bestellen, kann die bedrucken lassen. Solange er keine Maßnahme trifft und läuft auf der Straße damit rum, auf Partys, wo auch immer, kann er das tun. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber sobald er eine Maßnahme trifft und der Gegenüber ist der Meinung, er trifft hier auf eine Amtsperson, dann begeht er hier einen Amtsmissbrauch. Was ist mit der Puppe auf der gegenüberliegenden Seite? Das ist meine Puppe. Ja, und zwar was steht die auf der Straße? Ich kann mich ja nicht zweiteilen. Was steht die auf der Straße? Die stand ja wahrscheinlich schon am Straßenrand und wahrscheinlich ist der Fahrer zu schnell gefahren, hat sie umgegangen. Das mag so sein, dass er zu schnell war. Problem ist aber, die Schäden, die im Auto entstehen, die zahlen Sie. Warum? Er hätte ja nicht so schnell fahren brauchen. Herr Wenn er sich daran hält, hätte er sie doch sehen können. Ja, Sie haben völlig recht, dass das schützenswert ist und dass das völlig löblich ist. Schule und Kindergarten, ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Gemeinsam mit Schule, mit Kindergarten kann man Aktionen starten. Da gibt es gute Möglichkeiten. Da kann man Fahrern die rote Karte zeigen. Da gibt es ganz tolle Aktionen. Das machen Städte, das machen Kindergärten. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und vor allen Dingen Ihre Energie, die Sie da reinsetzen, nehmen Sie die an einer anderen Stelle. Aber nicht so. Das funktioniert nicht. Das ist Amtsanmaßung. Wo ich kleiner Junge war. Da ist mein Bruder von unserem Raser vor seiner Schule umgefahren worden, ist gestorben. Da war auch keiner von ihm da. Hinter der Aktion des Verkehrssheriffs steckt eine traurige Geschichte. Dennoch muss Michael Weber den Mann belehren, dass sein Verhalten rechtlich gesehen nicht korrekt ist. Aber warum schimpft ihr denn jetzt Didi an? Wir Schulkinder fühlen uns viel sicherer, wenn er hier steht. Eigentlich ist es ja ihr Job, hier zu stehen. Das ist vielleicht jetzt schimpfen. Okay, gut, weil er darf sich nicht so anziehen. Weil stell dir mal vor, da kommt jeder, der sich als Polizei ausgibt und sagt, ey du, ich bin bei der Polizei, komm mal mit. Das ist falsch. Doch, guck mal hier. Der hält ja Autos an. Deswegen dürfen nur echte Polizisten auch echte Uniformen anziehen und sich auch nicht so verkleiden. Das, was er macht, ist super. Aber das kann man mit der Polizei zusammen, mit dem Lehrer zusammen, mit euch zusammen viel, viel besser machen. Versprochen? Hand drauf? Finde ich gut. Ganz ehrlich, ich meine, ich kenne den Didi. Ja, er ist vielleicht ein komischer Vogel. Ja, aber er sorgt hier teilweise wirklich für Sicherheit. Aber trotz alledem ist das nicht erlaubt. Aber was ist denn daran so schlimm, wenn ich hier stehe? Haben wir gerade schon gesagt. So, wir lösen das Ganze jetzt auf. Du machst das, wie versprochen. Dann zahlen wir das alle zusammen. Super. Auf jeden Fall auf deiner Seite. Noch gehen die Beamten davon aus, dass dieser Fall nach einem kurzen Zwischenstopp am Schreibtisch zu den Akten gelegt werden kann. Doch weit gefehlt. Während sich Ilka Fischer und Michael Weber für den Aufbruch vorbereiten, ereignet sich die nächste Straftat. Und die ist kein Kavaliersdelikt. Dietmar Polenz habe ich jetzt hier. Ja. Ich wurde eben fast von einem Auto überfahren worden. Und zwar nicht von irgendeinem Auto, sondern von dem Auto von Didi Polenz. Und er ist entführt worden. Er ist mit seinem eigenen Auto entführt worden. Ja, ich konnte den Fahrer nicht erkennen. Und also, ich hätte fast den Himmel überfahren. Die Beamten geben umgehend eine Nahbereichsfahndung heraus und unterstützen dann die Kollegen bei der Suche nach dem Entführten. Eine Stunde später gibt es Neuigkeiten. Das Auto des Möchtegern-Polizisten wurde nur wenige Kilometer entfernt gesichtet. Hallo. Herr Polenz, alles okay bei Ihnen? Alles gut? Was machen Sie am Dach? Alles okay bei Ihnen? Was machen Sie am Dach? Kannst du den losmachen? Ja, ich mach den mal. Brauchen Sie einen Arzt? Alles gut bei Ihnen? Weiß nicht. Ich kann ihn also hier nicht befreien. Guck mal, kannst du den Spanngurt raus, ne? Nachdem sich der Mann von dem ersten Schreck erholt hat, kann er sich an einige Details zum Tathergang erinnern. Ich bin ja vorhin von der Schule weggefahren und dann stand ich an der Ampel. Ja. Alles okay bei Ihnen? Und dann stand ich an der Ampel und dann hat einer die Fahrertür offen, hat mich zur Seite geschubst und ist dann losgefahren. Parkplatz und abgelegenen, hat mich geschlagen und dann bin ich hier. Haben Sie den gesehen, wie der aussah, wer da eingestiegen ist? Er hat eine Maske aufgehabt, ich habe ihn nicht erkannt, ich weiß es nicht. Aber das war bestimmt dieser komische Fahrer, der von meiner Puppe diese Susi kaputt gefahren hat, der in der Straße. Weil der wohnt ja auch hier genau bei mir. Woher sollte der wissen, wo Sie langfahren? Da müsste er schon hinterher gefahren sein. Wichtig ist erstmal, Ihnen geht's gut. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Nein, ich brauche keinen Krankenwagen. Da ziehen Sie mal ein paar Schuhe an hier. Wo sind denn Ihre Sachen? Ich weiß es nicht, er hat mich ja ausgezogen, er hat die Sachen ja mitgenommen. Da der Temposünder nicht weit entfernt im gleichen Haus wie das ordnungsliebende Opfer wohnt, gehen die Beamten dem Verdacht nach und treffen sofort auf das nächste bekannte Gesicht. Arnold für 1326. Um Himmels Willen, ist alles in Ordnung mit dir? Ich weiß nicht, mir geht's nicht gut, Kopfschmerzen. Ja, die fahren und keine Nachkommen. Wohnen Sie auch hier? Sie wohnen alle zusammen? Ja, das ist so eine große WG oder sowas hier. Okay. Was ist denn hier los? Hallo. Du kommst jetzt mal mit. Ja, Ruhl. Schön, dich zu sehen, du.
Das, ihr sollt das Hand weglegen. Ich nehme dich jetzt. So. Glaubst du, wo gehen Sie denn jetzt hin? Ich kümmere mich jetzt hier um Lilly. Ja, er braucht eher mal ärztliche Behandlung. Was machen Sie jetzt hier? Ich verteile dir die gegen die Selbstjustiz da von dem Hampelmann da. Ich glaube, es geht los. Da sind Sie jetzt der Meinung, gegen Selbstjustiz, stoppt den selbsternannten Hilfs-Sheriff. Wer soll da jetzt mit Ihnen auf den Zug aufspringen? Am besten also die ganze Stadt. Sie können hier nicht irgendwie einen Konterfei bei den Leuten in den Briefkasten schmeißen. Deswegen bitte ich Sie jetzt, die mal alle wieder rauszunehmen. Ja, natürlich. Weil, ich das nicht stoppt, als ich das kann. Hören Sie mal zu. Jetzt macht einer ein Foto von Ihnen. Hier, ja. Ja. Und, okay. Da drauf. Guck mal, hier brennt es. Ich will mal gucken. Rochen hier hinten. Ja. Ganz schlimm. Der schreibt bei Ihnen wo? Hier, hier, das ist ein Pädophiler. Und so, hat Konterfei dann drauf. Stopp! Ja. Hey, 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 ganz ruhig, runter, komm. Der Herr Feil, den wir dingfest machen konnten, hat versucht, die Kleidung des Herrn Polenz zu verbrennen. Hier bei der Kunststoffkelle hat das wohl noch geklappt. Die war auch ganz schön am Kokeln und am Stinken. Bei der Jacke, da war er noch nicht so weit. Da hat meine Kollegin ihn dann schon überrascht. Dieser Vollidiot. Was hast du denn für ein Problem? Ah, ich hab die Schnauze voll von dem Kerl. Das hört sich ja als Hilfs-Sheriff auf, nicht nur eine Schule. Danke, auch ganz hier. Meine Meinung. So. Ganz meine Meinung. Aber müssen wir das noch löschen? Oder? Das kein Grund, hier Feier zu machen. Noch, ja, der schreit auch noch Knölle kennen. Ich habe selbst schon drei Stunden. Wir können jetzt mal die Wasser kriegen und Ding mal löschen. Mann! Stopp! So, hier, komm mal, wir kommen. Das ist in Ordnung. So, komm mal her. Du flippst hier komplett auf, weil hier jemand für die Sicherheit sorgt. Was soll das? Oh, ja, komm hier, ich mach. Was so? Das ist ein Idiot. Sie waren doch eben an der Stelle, wo da haben wir Sie ja getroffen. Ja. Sie haben da erzählt, was das für ein toller Hecht ist. Ja, natürlich. Dass Sie dahinter stehen und so weiter. Ja, das war das nur gespielt oder was? Ja, natürlich. Ich hasse diesen Kerl. Ja, okay. Haben Sie den jetzt entführt und aufs Dach gebracht? Kommen Sie nicht mehr alle. Mal nein. Ja. Das geht doch habe ich gemacht. Ich habe die Gelegenheit genutzt. Der war jetzt gerade. Ihr wart weg und er war unvorsichtig. Da habe ich mir den geschnappt. Und dann einen Denkzettel wollte ich dem verpassen. Ja, du machst ja auf netten Nachbarn? Haben Sie gut. Bist du auf ist unserer gut. Seite? Sind nein, es ist gar nicht gut. Ja, aber sonst, müssen wir Sie in die Klinik bringen oder was? Ja, nein. Gefährlich. Selbstverständlich. Was würden Sie denn machen? Der klingelt einen nachts raus. Hören Sie mal zu. Hey, das, was Sie jetzt gemacht haben, ist eine Straftat. Sie müssen sich jetzt gar nicht weiter zu äußern zum Sachverhalt. Da können Sie hinterher alles auf Papier zu. Was der macht, ist keine Straftat oder was? Ich habe Ihnen doch was gesagt, oder? Sie müssen sich nicht weiter zum Sachverhalt äußern. Alles, was Sie jetzt sagen, nehme ich so auf und gebe es dementsprechend weiter. Ja? So, mehrere Straftaten werfen wir Ihnen vor. Dazu belehre ich Sie. Und jetzt gehen wir mal zum Fahrzeug, dann setzen Sie schön rein.